Also ich habe jetzt hier etwas, ein Anlass war dazu, ein Interview von Ken Jebsen. Ich weiß nicht, ob den jeder kennt. Ist ja ganz groß auch mit in Berlin und überall bei den anderen Mahnwachen tätig. Mit Rüdiger Lenz. Rüdiger Lenz ist ein Deeskalationstrainer. Und ich habe mir aus diesem Interview mit ihm so ein paar kleine, prägnante Teile herausgesucht, die ich sehr interessant finde. Und wollte sie jetzt euch mal vortragen und euch vielleicht auch so ein bisschen dann nochmal mit einbinden. Im Übrigen, wir haben, Rick hat Rüdiger Lenz angeschrieben und er hat zugesagt, wenn er demnächst Zeit hat, dass er hier auch persönlich mal vorbeikommt. Denn es war wirklich ein sehr, sehr interessantes, auch ein sehr interessanter Vortrag in Oldenburg, wo er da auf der Mahnwache war. Und zwar die Frage jetzt, oder das heißt, es ist eine Aussage. Freiheit ist ohne Frieden nicht denkbar, ebenso wie Frieden ohne Freiheit nicht denkbar ist. Die Frage, aber was ist Freiheit innerhalb eines Friedenssystems? Die Antwort, Freiheit innerhalb eines Friedenssystems bedeutet, dass der Mensch sich so geben kann, wie Mutter Natur ihn geschaffen hat. Das bedeutet, dass Frieden und auch Freiheit wie Yin und Yang zusammenhängen. Frieden und Freiheit bilden immer eine Einheit. Frieden kann man nicht säkulär betrachten, ebenso wenig wie man Freiheit nicht säkulär betrachten kann. Man muss immer beides zusammen betrachten. Wer über Freiheit spricht, aber den Frieden ausklammert, hat Freiheit nie verstanden. Eine weitere Frage, was für Handlungen sind notwendig, damit der Frieden auch eine Möglichkeit hat, sich in unserer Kultur zu entfalten? Die Antwort, ich kann nur den Frieden in meine eigene Persönlichkeit hineinbringen, wenn ich mich total wandle, für den Frieden bereit mache. Das geht nur, wenn ich endlich akzeptiere, dass ich ein Mensch bin, der seine tiefsten inneren Sehnsüchte nach vorne bringt. Die Sehnsüchte, die unterdrückt sind, nach vorne zu bringen. Unser System unterdrückt und verpanzert unsere Emotionen, auch unsere Fähigkeiten, unsere Potenziale. Wenn ich den Frieden in die Welt tragen möchte, dann kann ich nur selbst zu diesem Frieden werden und das muss ich in Handlungen ausdrücken. Aber wie sieht unser Alltag aus? Das Humanitäre, das menschliche Miteinander bleibt auf der Strecke. Wir fahren komplett dieses menschliche Miteinander runter. Es herrscht nur noch ein Kampf in dieser kapitalistisch nach materiellen Werten ausgerichteten Gesellschaft. Es ist eine komplette Habengesellschaft geworden, die sich nur noch an vorgegaukelten äußeren Werten orientiert und vollkommen von den wirklichen Werten, den inneren Werten des Seins, des menschlichen Seins und damit auch der Wirklichkeit des Seins im Leben entrückt ist. Somit leider auch der zwischenmenschlichen Beziehung entrückt, der Empathie und Solidarität untereinander. Es finden laufend nur noch Schuldzuweisungen statt. Immer sind die anderen schuld an unseren Problemen, unserem Leid, unserer sozialen Lage. Wird aber auch einmal bei sich selbst gesucht. Nur wenige konfrontieren sich mit dieser Selbstkritik und hinterfragen sich, was man an sich selbst ändern könnte. Das ist unbequem. Und ouch, das tut auch vielleicht noch weh. Lieber die anderen für die eigenen Probleme verantwortlich machen, für die selbstverursachte Unmündigkeit. Immer die anderen sind schuld. Es wird sich aufgeregt, dass die anderen, denen die eigene Verantwortung übertragen worden ist, nicht das tun, was von ihnen erwartet wird. Dass die anderen das ganze Gegenteil mit dieser abgegebenen Verantwortung machen und dann noch nicht einmal zum eigenen Wohl. Das wiederholt sich laufend in unserer Geschichte, in der Politik, auf der Arbeit, im Alltag. Richtig
Wichtig aber ist, dass jeder Mensch nur sich selbst hat. Und das ist sehr wichtig. Jeder hat sein eigenes Ich, sein Recht auf seine eigene Meinung und trägt seine eigene Verantwortung für sein Leben und somit für sein Handeln. Jeder Mensch hat sein eigenes Navigationssystem, ist sein eigenes Navigationssystem. Aber dieses Navigationssystem wird heruntergefahren. Die meisten haben verlernt, selbst zu denken, Verantwortung zu übernehmen, zu handeln. Es wird lieber an alten Gewohnheiten geklammert, seien sie auch noch so schädlich für das eigene Wohl. Und warum? Weil die Masse bequem geworden ist, weil sämtliches Handeln, Gefühle, Verantwortung und sogar der eigene Wille in die Hände anderer gelegt wird, im Glauben an Versprechungen von Wohlstand und einem sorgenfreien Leben. Selbst die Enttäuschung über dieses Nichteintretens dieser heiß erwünschten Versprechung wird hingenommen. Und da die meisten wohl lieber enttäuscht weiterleben wollen, nimmt man die Umstände auch lieber so hin. Beklagt sich im Stillen oder vielleicht mal bei einem Freund, Nachbarn oder wie auch immer. Und geht dann lieber wieder bequem den alten Gewohnheiten nach mit dem selbstberuhigenden Satz: Ich allein kann dagegen doch gar nichts tun. Und jetzt wollte ich mal so in die Runde fragen. Ich denke, das, was ich gerade vorgelesen habe, das kennt ja wohl jeder. Achso, ich weg? Ich weg. Ich auf die andere Seite, genau. Ich weg, okay. Jetzt wollte ich ja mal in die Runde fragen, bei dem mit der Solidarität im Zwischenmenschlichen und auch was sich hier in unserer Gesellschaft abspielt, die alltäglichen Probleme, sei es Arbeit, Ängste, all das kennt ja jeder. Und es tut manchmal gut, auch mal was zu sagen, und ich wollte mal so jetzt so rumfragen bei all denen, die jetzt hier noch so sind, was sie denn so am meisten so stört oder was sie vielleicht mal getan oder ändern könnten, Ansätze zu schaffen, mal Anregungen. Oder zumindest auch mal jetzt hier mal laut zu, denn hier ist der Platz, wo ich jetzt wirklich mal laut werden kann, mal was sagen kann. Und wenn es nur ein Satz ist oder was einen richtig so richtig aufregt. Also wir in unserer Gesellschaft wollen ganz viel unabhängig sein, wollen so eine Art von Freiheit, aber auf die Kosten, dass wir unsere Mitmenschen ja, von uns wegdrängen. Also ich möchte gar nicht mich mit jemandem unterhalten im Zug. Ich möchte da eigentlich nur still sitzen, meine Ruhe haben. Und das stört mich. Also, dass der Dialog verkümmert, dass man Angst voneinander hat. Und ja, aus Angst kann auch ganz leicht Misstrauen werden und so weiter. Deswegen, ich wünsche mir einfach mehr Miteinander, einfach mehr Miteinander, so simpel das auch klingt, man muss damit irgendwo anfangen und ja, fangt ihr auch damit an, ein Gespräch anzufangen, mutig zu sein, ja, es kann schon sein, ja, Mut kann schon heißen, dass man ein Gespräch anfängt. Das ist sehr wichtig sogar, was du sagst, weil das menschliche Miteinander ist ja auch verloren gegangen. Ja. Sonst auch, vielleicht hier mal irgendwie was so richtig aufregt. Ja, genau. Also mich stört es einfach, dass wir einfach noch zu wenig hier auf der Straße sind. Wir müssen mehr werden. Richtig. Ja, dass viele noch nicht geschnallt haben. Ja. Vielleicht, ja. Achso, noch eins. Wir haben ja gelernt von 89, von unseren Kollegen aus dem Osten, die haben immer geschrieben, wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Genau. Auch heute noch. Das zählt. So, jetzt geht's weiter. Irgendwas mich stört, ja? Die Regierung. Genau, ganz laut mal. Die Regierung. Die Regierung, genau, die stört uns. Ja? Noch jemand, hier kann man jetzt mal, wenn es ein, genau, also machen wir hier weiter, ganz laut und den Frust mal raus. Mir geht die Faulheit, dieser
Mehrheitsbevölkerung sowas von gegen den Strich. Ich kann es nicht nur als Dummheit bezeichnen, egal was man den Leuten sagt, wie man es fundiert. Geht es hier um die Montagsmahnwachen oder auch um die Ernährung? Man kann die Leute darauf hinweisen, wie sie sich selber vergiften und trotzdem stopfen sie sich den Scheiß weiter rein. Ich kann es nicht verstehen. Ja, auch nicht. Warum stehen wir hier? Was wird welche, der es betreffen? Noch jemand? Frust kann man jetzt hier mal richtig rauslassen. Ich guck dich jetzt an und jetzt sagst du was. Ganz einfach. Los, Einsatz. Raus damit. Also ich finde auch wichtig, dass die Menschen mehr miteinander reden, wieder ins Gespräch miteinander kommen. Es gibt so vieles, was uns verbindet und das blenden wir leider alle allzu gerne aus. Konzentrieren uns viel mehr auf die Sachen, die uns trennen, und wir sollten uns alle wieder zusammensetzen und gemeinsam Konsens finden, für den wir hier einstehen, und zwar für den Frieden. Und wir müssen mehr werden, bitte! Danke! Ja, genau, richtig, mehr! Da hinten sind noch viele, oder hier! Kann jeder herkommen! Genau! Alle! Mich ärgert, dass in Syrien unter falscher Flagge die Türkei einen Giftgasangriff gestartet hat. Und da wurde Syrien angelastet. Da sind viele Menschen gestorben und da gab es eine unheimliche Propaganda. Und jetzt, wo in der Ukraine Chlorgasbomben gezündet werden und dort die Menschen vergiftet werden, schweigt unsere Regierung. Deswegen stehe ich hier. Ja, mich regt die Ungerechtigkeit auf der ganzen Welt einfach auf. An allen Kindern, an allen Erwachsenen einfach, dass alle ausgebeutet werden und dass so viele Menschen hungern müssen, während wir hier so viel haben. Und ich kann einfach nicht mehr alles mit gutem Gewissen, also ich kann fast nicht mehr mit gutem Gewissen machen. Keine Kleidung kaufen, nichts mehr essen und auch an allen Tieren und allen Pflanzen. Und ich finde einfach, dass jeder irgendwie mehr Mitgefühl haben sollte einfach für alles, was auf der Welt existiert. Und wenn das passiert, dann wird auch alles wieder besser, wenn jeder Mitgefühl für ihn und alles empfindet. Mich regt es auf, dass wir nicht, also wir müssen auf Frieden, nicht nur mit den Menschen, sondern mit allen Tieren, und ich reg die Massentierhaltung auf und die ganze Natur, dass die ganze Natur kaputt gemacht wird und es immer mehr kaputt geht und wir irgendwann keine richtige Natur mehr haben und nichts mehr zum Leben. Schön. Mal. Noch jemand hier? Ja. Okay. Ja, mein Name ist Hans Jürgen, Koch und Alkoholiker. Mich regt in erster Linie auf hier die einseitige Berichterstattung in unseren Medien hier. Es wird die russische Seite ist schlecht gemacht hier. Und was die ukrainische Regierung hier unter dem jetzigen Ministerpräsidenten hier den Spitznamen Porky trägt. Ja, mit dem Namen Poroschenko. Daraus wurde das Porky gemacht hier, von so einem Spaßmacher. Na, jedenfalls hier, der wird jetzt nun voll von Atemzügen immer zitiert und so. Und wenn, gehen wir an ein anderes Thema. Ich habe vor ein paar Wochen eine Petition unterschrieben. Es ging darum hier, dass ein Fernsehsender ein deutschsprachiges Programm ausstrahlt hier. Das Programm wird jetzt nur auf Russisch oder auf Englisch übertragen hier. Die englische Version von diesem Fernsehsender kann man auch hier in Deutschland, ja auch in Braunschweig, im Internet, im Kabel empfangen, Digitalkabel. Allerdings nur verschlüsselt. Und es wäre wünschenswert, wenn dieser Sender freigeschaltet werden würde, hier für alle, und dann hier entweder mit deutschen Untertiteln oder stundenweise auf deutscher Sprache. Das würde ich mir wünschen, als Gegenstück für unsere Einheitsmedien. Die ja wirklich nur sehr einseitig berichten. Heute kam ja die Rede darauf zu sprechen, hier wegen Frieden und Freiheit können wir nicht trennen. Es gab in den späten 50er und in den 60er Jahren in der DDR eine Rundfunksendung, die hieß schlicht und einfach Dem Frieden die Freiheit. Ich spiele mit den Gedanken, so etwas Ähnliches wieder aufzubauen im Internetradio. Danke fürs Zuhören.